Das Bikini-Geschäft läuft blendend. Die Flip-Flop-Erträge sind fantastisch. Und die Umsätze bei Regenkleidung? Umwerfend. Nicht schlecht während einer Rezession. Was all diese Modeerfolge gemeinsam haben? Das Traumteam Dave und Carrie Sengstacken. Das amerikanische Ehepaar hat einen beeindruckenden Riecher für unerschlossene Nischenmärkte und Marktlücken. So haben sie aus ihrer Firma Style West ein Erfolgsmodell gemacht. Erst waren wir eine PR- und Marketingfirma. Dann kamen Verkauf und Vertrieb dazu. Seitdem wachsen wir richtig. Dass alle Bereiche von Style West so schnell wachsen, wurde regelrecht zu einem Problem, zumindest für den technischen Leiter Robert Engstedt. Ein Blick in eines der Lagerhäuser genügt, um zu verstehen, warum. Mal geschätzt, wie viele Hawaiian Flipflops lagern hier? 800.000, genug, um alle Einwohner San Franciscos auszustatten. Darf Gummistiefel? 50.000, genug für alle Zuschauer im New Yorker Yankee Stadion. Um den Überblick über den Lagerbestand der verschiedenen Marken und Geschäftsbereiche zu behalten, nutzt Style West SAP Business One. Und vor SAP? Der Albtraum eines jeden Managers. Unseren Firmenverbund zu managen war eine Herausforderung. Jede Firma hatte eine eigene Finanzabrechnung und eigene Abläufe. Alles lief separat ab. Mit dem alten System waren viele Daten nicht verfügbar, die für eine optimale Abwicklung der Geschäfte notwendig sind. Aber viel schlimmer war, dass der Betrieb unter den vielen Neubestellungen immer wieder zusammenbrach. Nach intensiver Recherche entschied sich Style West für SAP. Die Einführung hat nur 2 Monate gedauert. Bei anderen Anbietern wären es laut Angebot 6 bis 9 Monate gewesen. Wir wurden zu einer Firma, mit vielen verschiedenen Bereichen, aber einer Datenbasis. Das SAP-System deckt alle Bereiche unseres Unternehmens ab, von der Bestellung bis hin zur Bezahlung. Viermal im Jahr fährt Dave auf Modemessen nach Las Vegas. The buyer reaction to the Dive Rainbow line's been phenomenal. Yeah, I really should get back in there. Auch auf den Messen bringt SAP Business One einen spürbaren Vorteil. Einer der Gründe für SAP war, unseren Messeauftritt zu verbessern. Demnächst können wir Bestellungen hier auf der Messe aufnehmen und gleichzeitig die Warenbestände einsehen. Das verschafft uns einen Wettbewerbsvorteil. Dove ist die Regenkollektion von Style West. Sie bietet Gummistiefel mit ausgefallenen Mustern und die passenden Accessoires gleich dazu. So that you have a complete accessorized outfit. Das kommt gut an. Die Nachfrage ist entsprechend groß. Sie kommt aus Kalifornien. Gummistiefel dort zu verkaufen, wo es eigentlich nie regnet, ist schon ziemlich beeindruckend. Ich glaube, dass auch Leute, die sich eigentlich nicht für Regenkleidung interessieren, diese Stiefel kaufen, denn sie sind sehr stylisch und wirklich bequem. Um ihre einzigartige Farbauswahl und die Muster zu entwickeln, sieht sich Style West auf dem Markt um und analysiert Modemagazine. Dann ziehen sich Dave, seine Frau Carrie und deren Schwester Christy zum Brainstorming zurück. What I was excited about is it's gonna be fall, but at the same time it's gonna have color to it. It's not just gonna be browns and blacks and grays. One thing that's really important about our collection is that it has to be fun. Bei einer der Spaßkollektionen dreht sich alles um den Hund. Nicht nur, weil sie Hunde lieben und einen im Büro haben. Es handelt sich dabei auch um eine Wohltätigkeitskampagne. 10% der Einnahmen gehen an ein Rettungsprogramm für Hunde. Die neueste Idee, Marktanteile zu gewinnen, die kam von ihren Pferden. Sprichwörtlich. Alright guys, let's take some poop. Darfstiefel eignen sich perfekt für den Reitsport.
Denn jeder Fehltritt lässt sich einfach abwaschen. Da sind Gummistiefel um einiges praktischer als Lederstiefel. Und vor allem viel farbenfroher. Während die modische Eroberung des Reitsports gerade erst so richtig anläuft, arbeiten Dave und Carrie schon an einer neuen Idee, um den Markt aufzumischen. Worum es dabei geht, bleibt vorerst noch ihr Geheimnis. More at saptv.com.